Das sind die KZ Linglong, die zweitbesten In-Ear-Kopfhörer auf der Welt. Ich werde häufig unter meinen Videos gefragt, welche Kopfhörer ich doch empfehlen würde. Eigentlich ist die Antwort ganz einfach, die Moondrop Variations, da es die objektiv betrachtet besten Kopfhörer sind, die wir derzeit haben. Das Problem bei der Empfehlung ist aber, dass die meisten keine 480 Euro für In-Ear-Kopfhörer ausgeben wollen. Ich kann es nachvollziehen, daher ist meine zweite Empfehlung die KZ Linglong, die nur 16 Euro kosten. Was bekommt man für die 16 Euro? Man bekommt die Kopfhörer, drei Paar verschieden große Ohrstöpsel und den coolsten Behälter zur Aufbewahrung, den ich bis jetzt gesehen habe. Die Ohrstöpsel gefallen mir nicht wirklich, wobei man die glücklicherweise mit jedem anderen Paar von Stöpseln austauschen kann. Beachtet dabei, dass sich der Sound verändert. Ja, die Ohrstöpsel verändern den Sound. Ich würde gerne messen, wie sich der Sound verändert, aber dafür brauche ich ein Messgerät. Wenn ihr mir dabei helfen wollt, dass ich mir dieses Messgerät kaufen kann, dann lasst mir gerne ein Abo da, damit ich mit den YouTube-Einnahmen nicht nur das Messgerät finanzieren werde, sondern auch weiter Projekte verfolgen kann. Wie dem auch sei, vom Äußeren stört mich das Kabel. Das Kabel ist nicht wechselbar. Es sieht nicht nur aus wie eines dieser Kabel, die man von oben nach unten zu zwei Kabeln machen kann, sondern es ist auch teilweise transparent. Ich persönlich finde es einfach nur hässlich, aber das ist ja Geschmackssache. Was keine Geschmackssache ist, ist der Sound, aber dazu komme ich gleich. Vorher muss ich aber noch über die Probleme reden, die ich mit den Kopfhörern und KZ hatte. Warum mache ich das so früh im Video? Weil ich euch vor potenziellen Problemen mit KZ warnen möchte. Diese Firma hat schon mehrfach IEMs mit mehreren Drivern beworben, obwohl diese nur einen funktionierenden Driver hatten. Was ist ein Driver? Ganz einfach erklärt, das ist einfach nur ein Lautsprecher und IEMs können mehrere Lautsprecher pro Seite haben. Das prominenteste Beispiel ist die Kollaboration mit Clinical. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die KZ CRN tatsächlich nur statt drei Driver nur einen hatten, hat Clinical die Zusammenarbeit mit KZ beendet. KZ brüstet sich immer gerne, dass sie 12, 16 oder 24 Driver einbauen können, wobei ich stark anzweifle, dass wirklich alle funktionieren und verwendet werden. Die Linglong haben nur einen Driver und daher kann so etwas nicht passieren. Dass die KZ Linglong aber nur einen Driver haben, ist auch ihre größte Schwachstelle, aber dazu komme ich doch gleich. Das Paar, was ich mir gekauft hatte, hatte aber ein Problem. Die sind nämlich kaputt geliefert worden. Der Filter war kaputt. Das ist das Ding, was zwischen dem Lautsprecher und eurem Trommelfell ist. Und dieser hat kaum Sound durchgelassen und war dadurch auf einer Seite sehr leise. Ich wollte die Kopfhörer zurücksenden, aber der Verkäufer, Linsol Audio, wollte, dass ich die Retourkosten selber bezahle. Die Kosten hätten mich aber mehr gekostet als die Kopfhörer selber. Daher habe ich mich dazu entschieden, die Filter, die auf den Kopfhörern waren, selber auszutauschen. Das hat den Sound aber verändert und da ich wieder kein Messgerät hatte, konnte ich nicht herausfinden, wie viel schlechter ist die Kopfhörer gemacht hat. Ich habe mir für diese Review die Kopfhörer noch einmal gekauft und das zweite Paar, was ich bekommen hatte, hatte keine Probleme. Vielleicht war es bei mir auch nur ein Einzelfall, der nur bei einem Paar von 1000 vorkommt. Um fair zu bleiben, muss man natürlich auch die Kosten mitrechnen. Die Kosten liegen halt nur bei 16 Euro und wenn man so günstig produziert, muss man irgendwo sparen. Und das wurde dann bei der Quality Control gemacht. Jetzt, wo alles Unwichtige gesagt worden ist, wie klingen die Kopfhörer? Wenn ich nur ein Wort hätte, um es zu beschreiben, dann wäre es vermutlich Bass. Denn die Kopfhörer haben viel Bass. Die haben sogar fast zu viel Bass. Aber warum zu viel? Dafür muss ich euch ein Konzept der Psychoakustik erklären, aber ich versuche mich kurz zu halten. Skippt diesen Part einfach, wenn ihr keine Lust auf Sachen habt, die man erst im Studium lernt. Hier ist ein Sinussignal bei 20 Hertz. Die meisten von euch, die das Video auf dem Handy schauen, werden es nicht einmal gehört haben. Das ist der tiefste Ton, den die meisten Menschen hören können. Das ist der gute Bass, der sogenannte Tiefbass. Das ist ein Sinussignal bei 300 Hertz. Diesen Ton werden sicherlich alle gehört haben. Das ist der Mid-Bass, der schlechte Bass. Warum ist er schlecht? Er übertönt, also maskiert andere Frequenzen. Darum heißt dieses Konzept auch Masking. Hier mal eine kleine Demo, wie sich das am Ende auf den Sound auswirkt. Versucht euch mal auf die Stimme des Sängers zu konzentrieren. Ihr werdet merken, dass die Stimme immer leiser und leiser wird, bis man sie fast überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Im Gegensatz dazu bleibt das Instrumental immer gleich laut. Im Vergleich mal der gute Bass. Wenn wir uns jetzt den Graphen der KZ Linglongs ansehen, kann man erkennen, dass sie zwar mehr Mid-Bass haben als erwünscht ist, dass sich aber in Maßen hält. Sie sind nur 2 dB über dem Harman-Target, daher ist der Effekt nur bedingt ausgeprägt. Vergleicht man es zum Beispiel mit dem Blond BL3, die 5 dB mehr Bass haben, bemerkt man den Unterschied sehr. Der Unterschied zwischen 2 dB und 5 dB hört sich nicht groß an, aber dadurch, dass dB eine logarithmische Skala ist, ist der Unterschied sehr groß.
Wenn man jetzt statt einem Driver zwei oder sogar drei gehabt hätte, könnte man viel einfacher den Bass ansteuern und müsste keinen Kompromiss machen. Die meisten In-Ear-Kopfhörer haben nur einen Driver und bei denen muss man sich immer zwischen Masking oder zu wenig Tiefbass entscheiden. Wenn man aber mehrere Driver hat, muss man das nicht. Dann ist es einfacher, sowohl guten Tiefbass als auch guten Midbass zu haben. Zusammengefasst, die KZ Linglong haben fast zu viel Bass, aber es ist noch unter der Grenze, wo es problematisch werden könnte. Bei den Mitten gibt es nichts, wo man sich beschweren könnte. Liegt halt auf dem Target und entspricht daher dem natürlichen Verlauf des Gehörgangs. Den Peak bei 8 kHz kann man auch ignorieren, da er tatsächlich nicht vorhanden ist. Das liegt am Messmikro. Was man nicht so einfach ignorieren kann, sind die Peaks bei 14 und 17 kHz. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau und den meisten Menschen wird das eh nicht auffallen, da das menschliche Gehör nicht sehr sensibel für diese Frequenzen ist. Das waren jetzt sehr viele Informationen auf einmal. Um es einfach mal abzurunden, werde ich euch eine kleine Demonstration zeigen, wie sich die Kopfhörer am Ende anhören können. Beachtet dabei, dass es nur eine Simulation ist und nur die relativen Unterschiede zeigt. Außerdem gibt es noch YouTube Compression, bla bla bla. Die Frage, die ich jetzt schon höre, ist: Lohnen die sich zum Zocken? Und meine Antwort ist darauf ganz klar. Ja, absolut. Die sind super gut zum Zocken geeignet. Nicht nur haben die eine offene Bauweise, sondern die haben auch sehr viel Bass, was es einfacher macht, Steps zu hören und zu orten. Die Steps bei CSGO liegen zum Beispiel zwischen 20 Hertz und 300 Hertz, wie dieser Graph hier zeigt. Das heißt, damit man die Steps am besten hören kann, sollte man Kopfhörer haben, die sehr viel Tiefbass haben. Das schließt die meisten Over-Ear-Kopfhörer schon aus. Daher seht ihr ganz viele CSGO-Pros, die mit In-Ears spielen. Im Vergleich mit anderen IEMs in der Preisklasse sind die Linglong einfach besser. Die anderen IEMs, wie die Moondrop 2 oder 7Hz Solenoids Zero sind im Vergleich schlechter. Die True hören sich ohne EQ hell und leer an. Die Zero haben dasselbe Problem. Besonders schlimm ist der Abfall von SPL bei 8 kHz. Insgesamt kann ich die Kopfhörer aus soundtechnischer Perspektive empfehlen. Muss euch aber vor schlechter Quality Control und falschem Marketing von anderen Produkten von KZ warnen. Gibt es Kopfhörer, wo ihr denkt, dass die besser klingen als die KZ Linglong? Schreibt es in die Kommentare. Ciao!